Und jetzt wird zu uns Don Ivan sprechen, Priester aus der Gemeinschaft Jenakolo. Er ist auch Geistlicher in Kroatien für die Gemeinschaft. Er ist gebürtig aus der Herzegowina, Cevenica, Duvans, Kopolje. Und er wird sich jetzt zu uns wenden und er wird die Eröffnung machen der Zeugnisse aus der Gemeinschaft Jenakolo. Don Ivan, bitteschön. Gelobt seien Jesus und Maria. Ich danke Pater Danko an den schönen Worten über unsere Gemeinschaft. Ich danke euch allen hier, ihr, die anwesend seid jetzt hier. Danken wir gemeinsam dem Herrn, dass wir diesen Moment zusammen verbringen können. Aber zuallererst möchte ich euch Grüße aus unserer Gemeinschaft bringen. Wir haben 60 Gemeinschaften in der ganzen Welt, viele Jugendliche. Sie sind jetzt in diesem Moment mit uns verbunden. Sie beten auf den Knien. Und sie alle wissen, dass wir jetzt Zeugnis geben werden und dass wir jetzt diese Momente mit euch teilen. Und sie alle sind mit uns verbunden, der Gemeinschaft des Gebetes. Ich bringe euch auch große Grüße von der Schwester Elvira. Das ist unsere Mutter, das ist unsere Mutter, die Mutter unserer Gemeinschaft. Und dieses Jahr konnte Schwester Elvira physisch nicht mit uns dabei sein. Aber seid euch sicher, sie ist hier mit dem Herzen und dem Gebet viel mehr als je zuvor. Und es wurde uns gesagt, dass auch dieses Jugendfestival durch das Internet mitverfolgt werden kann. Und viele Jugendliche sehen uns auch. Und zusammen mit euch allen hier, die ihr anwesend seid, ich möchte auch all die Zuhörer und Zuschauer grüßen, auch die Familien von unseren Jugendlichen, die Familien, die sie haben, oder vielleicht einen Sohn, der verzweifelt ist. Und grüßen wir sie jetzt alle mit einem großen Aufschrei, einem großen Gruß, noch stärker, noch stärker. Sie werden auf jeden Fall unser Gebet spüren. Aber bevor ich jetzt mit den Zeugnissen beginne, ich habe mich gefragt, wie sehr kennt ihr denn überhaupt unsere Gemeinschaft? Ich weiß es nicht, wie sehr ihr die Ordensschwester Schwester Elvira kennt, denn viele von euch sind hier auch das erste Mal da. Vielleicht wart ihr auch noch nicht bei uns, bei unserer Bruderschaft. Und über unsere Gemeinschaft, da könnte man sehr viel sprechen. Und auch die jungen Männer, die jetzt hier sind aus unserer Gemeinschaft, die könnten auch sehr viel sagen. Und jeder von uns könnte seine persönliche Erfahrung sagen, das Leben in der Gemeinschaft und was für ihn dies bedeutet, die Gemeinschaft, das Leben dort. Aber ich kann für mich persönlich dies sagen, dass die Gemeinschaft wahrhaftig ein Wunder Gottes ist.
Und Mutter Elvira, sie ist ein großes Geschenk für uns alle. Eine kleine Ordensschwester, kleinwüchsig, aber ein großes Herz hat sie. Gott hat in dieses Herz den Mut reingelegt, den Mut, dass sie all die Verzweifelten, Verlorenen, Abhängigen, Drogenabhängigen annimmt. Und ich war immer so sehr gerührt von der Schwester Elvira, dass sie den Mut hatte, das Leben zusammen mit uns zu beginnen. Schauen Sie, im gleichen Haus mit uns allen zusammenzuleben. Und der Herr, er hat ihr später dann auch besondere Gaben geschenkt. Schwester Elvira, sie hat einen tiefen Blick. Sie sieht alles. Und wenn sie uns dann annimmt und die Jugendlichen von der Straße, sie liebt uns ganz tief und sie möchte, dass wir unser Leben ändern. Und in ihrer Liebe widerstrahlt dann die Wahrheit von uns allen. Schwester Elvira sieht alles in uns. Sie sieht wahrhaftig dies, was die Droge in unserem Leben hinterlassen hat. Und sie hat so ein scharfes Auge und das fähig ist, unsere ganze Lüge zu sehen. Sie sieht auch unseren Stolz und all das Böse, in dem die Droge unser Leben gekennzeichnet hat. Und das, was sie in uns gesehen hat, das Ganze hat sie dann nicht in Ruhe gelassen. Sie fühlte sich von innen berührt und sie hat uns Ratschläge gegeben, wie wir die Probleme lösen können, die Versuchungen und wie wir dann geheilt werden können von den Wunden. Zum Beispiel, indem sie dann dies gesehen hat, zum Beispiel, wir hatten Streitigkeit untereinander in der Gemeinschaft und dann hat sie uns gelehrt, wie wir vergeben können, wie wir uns aufopfern können für den anderen und wie wir den Bruder neben uns lieben können. Sie lehrte uns, dass wir die Arbeit entdecken als eine Gabe. Sie lehrte uns, wie wir von den Ängsten befreit werden und wie wir entsagen können. In Kürze, indem Schwester Elvira auf uns schaute, auf unser Leben, sie hat ständig und ständig zu uns gesprochen. Und da wurde eine Lehre von ihrer Seite geboren, die Lehre. Und der Heilige Geist hat durch sie zu uns gesprochen. Und heute verstehen wir, dass all das, was die Schwester Elvira uns gesagt hat, dass es ein großer Reichtum ist. Die Liebe, die aus ihr kam, sie hat uns bereichert. Und in unserer Gemeinschaft, es ist wunderschön, dass es da nicht nur die Worte gibt und das Reden. Mutter Elvira, sie hat uns auch dies gelehrt, die Erfahrung der Werte zu leben. Aber sie hat nicht nur über die Vergebung gesprochen. Sie lehrte uns dies, dass wir diese Erfahrung machen mit der Vergebung, dass wir die Vergebung leben. Sie hat nicht nur über die Liebe gesprochen, sondern
Sie hat uns dies gelehrt, dass wir uns auch geliebt fühlen und dass wir lieben lernen. Und sie hat nicht nur über das Opfer gesprochen, sondern sie hat uns gelehrt, wie wir uns aufopfern können. Und das Leben in der Gemeinschaft, es ist dieser große Reichtum, diese Erfahrung, das, was zu einem wahrhaftigen Leben führt. Mutter Elvira, sie war das letzte Mal hier in Medjugorje zum Jahrestag der Erscheinung. Und in einem Moment hat sie dann ein Buch genommen aus unserer Gemeinschaft. Und dieses Buch heißt, für Gott ist nichts unmöglich. Und das ist ein Buch. Es spricht über die Geschichte unserer Gemeinschaft. Und dieses Buch ist voller Bilder. Und es sind auch ältere Bilder drin. Und es sind Erfahrungen, Geschichten. Und dann ist auch ein wunderschönes Bild drin. Die Jungs in der Kapelle, sie sind auf Knien vorm Tabernakel, also sie sind vor Jesus. Und als Schwester Elvira dieses Bild gesehen hat, sie drehte sich um und schaute uns alle an, die wir in der Nähe von ihr waren, und sie sagte zu uns: Die schönste Sache, die ich euch gelernt habe, das ist das Gebet. Und das Wunderschönste in der Gemeinschaft ist das Gebet. Die schönste Sache ist das Gebet. Mutter Elvira, sie hat uns angeregt, gelehrt, dass wir das Angesicht Mariens suchen, die Mutter Gottes suchen, indem wir ihr in die Augen schauen und den Rosenkranz beten, derjenigen in die Augen zu schauen, die gesagt hat hier, ich bin die Magd des Herrn, und in diesem Blick, da findet der Mensch die Kraft, und der Mensch, er kann dann dies wiederholen, hier bin ich. Und wir alle, wir sind hierher gekommen nach Medjugorje, um den Blick der Mutter Maria zu suchen, um diesen Blick zu suchen, denn wir alle zusammen möchten dies wiederholen, hier bin ich, diese Worte von der Mutter Gottes. Und wir alle möchten auch zu Jesus sagen, hier bin ich, schaue mein Leben an. Und wir alle in unseren Tiefen, wir möchten gerade dies, diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus. Schaut, die Gemeinschaft Cenacolo, es ist ein besonderer Ort, Platz. Das ist dieser Platz, den Gott für die Jugendlichen wollte. Er wollte es für die Jugend, denn jeder Jugendliche, der dann in die Gemeinschaft eintritt, ihm wollte er begegnen. Und durch das Herz Mariens und durch das Leben Mariens. Und jetzt werde ich euch eine Geschichte erzählen. Und ich war die letzte Zeit von dieser Geschichte, ich war so sehr gerührt. Vor kurzem habe ich mit einem jungen Mann gesprochen aus der Gemeinschaft. Und dieser junge Mann heißt Paolo. Und vor einem Jahr ist er in die Gemeinschaft eingetreten. Aber er hat eine sehr schwere Vergangenheit. Das ist ein junger Mann, der aus einer sehr guten, reichen Familie kam. Und es fehlte niemals an Geld in dieser Familie. Und er heiratete auch eine sehr reiche junge Frau. Und beide
sind verloren gegangen in der Droge Kokain und dem schlechten Leben. Und so, dass dann am Ende Paulo ein Verzweifelter war und er suchte andere Frauen. Und seine Frau ging dann mit anderen Männern. Und sie waren nur gemeinsam wegen dem Geld, den sein Vater hatte. Es war ein schweres, lügenhaftes Leben in Verzweiflung. Und Paulo hat mir gesagt, es kamen oft auch diese Momente, in denen ich Selbstmord begehen wollte. Und dann in einem Moment, da gibt es also eine Kapelle in seiner Nähe. Und es gab da eine Kapelle und dann ist er dahin und hat aufgeschrien, hat gesagt, Mutter Gottes, hilf mir. Und er hat so sehr geweint. Und er sagt, ich kann mich gar nicht erinnern, wie lange er dort war und wie viel Zeit er im Weinen dort verbracht hat. Und er setzt fort, dass es ihm überhaupt nicht klar war, wie er dann bei der Wallfahrt in Medjugorje endete. Auf jeden Fall kam er dann hierher. Er kam hierher, um zu beten, um ein Zeichen der Hoffnung für sich zu suchen. Und er konnte einfach nicht mehr. Und im Hotel, da wo er untergebracht war, er begegnete einem jungen Mann. Sein Name war Giovanni und sie haben ein wenig gesprochen. Paulo, er hat gleich dieses Vertrauen gehabt bei Giovanni und er hat die Geschichte Giovanni erzählt. Und Giovanni, er war behindert. Er saß im Rollstuhl wegen einem großen Verkehrsunfall, den er hatte. Und sie haben sich dann kennengelernt und waren ungefähr eine Stunde zusammen. Und Giovanni musste dann wieder nach Hause kehren. Und Paolo, er blieb dann noch. Er blieb dann noch dort, damit er dann eine Gemeinschaft besucht, unsere oder eine andere Gemeinschaft. Und stellen Sie sich vor, als Giovanni dann nach Hause ging, als Giovanni dann zu Hause war, er hatte dann dieses Bedürfnis, wieder nach Medjugorje zurückzukehren und dann diesen schweren Moment mit Paolo zu leben. Aber er hatte auch Schmerzen, denn er war ja krank. Und trotz dem Ganzen hat er dann eine Karte genommen für einen Bus und kam dann nach Medjugorje und er ging und suchte nach Paolo. Und Paolo erzählt dann mir diese Geschichte weiter, als ich diesen jungen Mann dann gesehen habe, der dann hierher gekommen ist, um diese Zeit mit mir zu verbringen. Ich habe ihn so müde gesehen und ich habe gesehen, dass er ein großes Opfer jetzt getan hat, um zu mir zu kommen. Aber ich habe sein Lächeln im Gesicht gesehen. Er hat mich umarmt. Und er sagte mir, Paolo, ich möchte jetzt in diesem Moment mit dir zusammen sein. Und in der Tiefe meines Herzens habe ich gespürt, dass ich diesen Moment jetzt mit dir zusammenleben soll und mit dir zusammen beten soll und zusammen sein. Und Paolo hat mir gesagt, er war noch niemals so zufrieden in seinem Leben wie jetzt. Und in diesem Moment, meine Lebensgeschichte hat sich dann geändert.
Diese Leerheit, die er in sich hatte, sie änderte sich. Es war diese Hoffnung da für die Zukunft. Und dann diese Einsamkeit, die er in sich hatte, sie war auf einmal nicht mehr da. Und ich habe dann in mir diese Kraft gefunden, denn ich habe gewusst, ich werde es schaffen, denn ich habe neben mir einen Freund. Liebe Jugendliche, ich habe euch dies erzählt. Wisst ihr weshalb? Weil ich glaube. Weil ich glaube, dass in dieser Geste von Giovanni, dass da der lebendige Gott lebt. Ich glaube, dass dieser junge Mann wegen dem Opfer, das, was er getan hat für seinen Freund bzw. für einen Bekannten, dieses Opfer, das er kostenlos getan hat, und das Ganze hat er nur aus Liebe getan, wegen dem Mitgefühl für diesen jungen Mann. Die Reise, viele Qualen, bis er nach Medjugorje dann kam, das ist dieser Akt der Liebe. Das ist diese lebendige, wahrhaftige Liebe. Und diese Liebe, das ist der lebendige Gott. Paolo ist Gott begegnet durch Giovanni. Paolo, er hat gespürt, wie sein Herz erfüllt ist mit Gott, gerade wegen Giovanni. Und auch diese heutige Welt braucht gerade dies. Sie braucht dies. Paolo, er hat nicht gesagt, hier bin ich. Paolo, er hat es gar nicht verstanden, dass da der lebendige Gott war, er die lebendige Liebe. Er hat eigentlich gar nichts verstanden, aber trotz dem Ganzen, er hat dann eine mächtige Veränderung in sich selbst gespürt. Er hat endlich die Hoffnung gefunden. Er hat diesen Strahl des Lichtes gesehen. Schaut, ich denke, das ist wichtig. Wir, die wir jetzt hier anwesend sind, wir, die wir dann für uns sagen, wir sind Katholiken, Gläubige. Die Welt, sie braucht uns. Wir müssen diesen Gott in die vielen verzweifelten Herzen eingießen. Wir müssen diesen Gott der Welt bringen. Wir können Gott dem anderen vermitteln, ohne dass wir Gott erwähnen. Giovanni, er hat nicht Paolo über Gott gesprochen, er hat ihn gegeben. Ihr, die Familien, die jetzt hier anwesend seid, ihr habt Kinder. Schicken wir sie zum Religionsunterricht der Glaubenslehre, und wir tun dann Gutes, wenn wir sie zum Religionsunterricht schicken, denn sie lernen die Lehre der Kirche, die Wahrheiten des Glaubens, und das brauchen sie. Und wir sprechen im Haus über Gott. Wir bemühen uns, glaubwürdig zu sein, und wir gehen dann zur Heiligen Messe, und wir gehen zusammen mit den Kindern zur Heiligen Messe. Das ist gut, aber es gibt noch etwas mehr, Größeres. Unsere Kinder, eure Kinder, die Jugendlichen dieser heutigen Zeit, sie brauchen nicht nur die Lehre des Glaubens, und es reicht nicht aus, nur über Gott zu sprechen. Sie müssen erfüllt sein mit Gott, erfüllt mit Gott. Geben wir Gott
den jungen Menschen. Für sie, es reicht nicht aus, nur die geschriebenen Bücher, sie brauchen keine Theorie. Sie brauchen konkrete Akte von Gott, der Liebe. Die Liebe hat viele Gesichter. Und wir wissen dies in der Gemeinschaft. Denn Mutter Elvira, sie hat uns mit dieser Liebe geliebt. Und diese Liebe, die ist manchmal dieses Mitgefühl. Und manchmal ist es diese Wahrheit, die dann in dein Inneres eindringt und es ist nicht angenehm für dich, dies dann zu hören. Manchmal ist es nur eine Vergebung, kostenlose Vergebung, bedingungslose Vergebung. Manchmal ist es ein Opfer, das keinen Preis hat, dieses Opfer, das man für den anderen getan hat. Suchen wir diese Gelegenheiten in unserem Leben, da wo wir dann lieben werden, da wo wir dann mit dieser wahrhaftigen Liebe lieben werden. Stellt euch vor, diese täglichen Sachen, also wenn ein Vater oder Großvater also wenn sie dann diese Kraft haben, dem Fußballspiel zu widersagen und dann widmen sie die Zeit dem kranken Kind, das Fieber hat und dann tun sie das nicht, weil ich das gesagt habe, sondern weil es die Kirche gesagt hat und weil dies die Moraltheologie sagt. Er tut dies, weil sein Herz ihm das sagt, denn er glaubt an dies. Mache so ein Opfer und liebe. Und das bedeutet dann, diesem Kind den lebendigen Gott zu schenken. Und wir heute, wir brauchen gerade dies. Gerade dies brauchen wir heute. Und diese Geschichte von Paolo, ich war so sehr ergriffen von dieser Geschichte in meinem Herzen. Und am Ende hat er gesagt, Don Ivan, eigentlich verstehe ich es nicht. Ich verstehe nicht, weshalb Giovanni mir sagt, dass ich ihm nicht danken muss, sondern er muss mir danken. Und dann habe ich gesagt, Paolo, derjenige, der kostenlos liebt, Gott gibt ihm das wieder zurück. Er wird es vergelten und hundertfach. Giovanni hat dich geliebt, aber Gott hat ihn mit der Liebe erfüllt. Gott hat ihm es geschenkt. Auch wenn er ein Behinderter war, ein Invalid im Rollstuhl, er war trotzdem voller Freude. In diesem Moment erbitten wir von der Mutter Gottes, von ihr, sie, voll der Gnade, sie, diejenige, die Gott ihr Ja gegeben hat. Jesus, er kam in ihr Leben. Sie, diejenige, die voller Liebe ist. Fragen wir sie, bitten wir sie, dass sie uns mit Gott erfüllt. Beten wir zu ihr, sie, diejenige, die voller Gnade ist, dass wir hier, die wir alle jetzt hier anwesend sind, in diesem Moment, dass sie uns alle mit Gott erfüllt. Und erbitten wir dies von der Mutter Gottes mit einem fröhlichen Lied. Stehen wir jetzt alle auf. Öffnen wir unser Herz und bitten wir die Mutter Gottes, dass sie uns mit Gott erfüllt, mit dem Heiligen Geist, mit dem Glauben, dass auch wir diese Instrumente, diese Mittel sein können in den Händen Gottes, denn sie ist die Lehrerin der Liebe. Und bitten wir sie, dass sie uns beten lehrt, dass wir ihren Sohn in die Welt bringen können.
singen wir mit dem Glauben, mit der Freude und mit einem offenen Herzen. Und mögen diese Lieder wahrhaftig Gebete sein. Und wir möchten wahrhaftig tief mit unserem Herzen, wir möchten dies, dass Gott uns mit sich selbst erfüllt. Corre, corre, corre.
Можемо сесть. Сидямочи. Allora continuiamo. Sediamoci, ragazzi. Grazie. Siediamo. Nehmen wir nun alle Platz. Allora vi ho raccontato come il nostro amico Paolo. Dakle, nun, ich habe euch jetzt die Geschichte erzählt, wie unser Freund Paolo Gott begegnet ist und wie Gott Paolo begegnet ist. Und Paolo, er hat aber gar nicht gewusst, dass dies Gott ist. Und dann, danach, nach dem Leben von Paolo in unserer Gemeinschaft, dann, er kam dann bis zu diesem Moment, in dem er dann die richtigen Sachen wählen musste, also die richtige Wahl geben musste, die Entscheidung. Und er musste auch dieses Ja geben, so wie die Mutter Gottes, also das Ja von der Mutter Gottes. Die Mutter Gottes, sie ist Gott begegnet viel früher, als sie ihr Ja gegeben hat. Und die Lehre der Kirche lehrt uns auch gerade dies, dass die Mutter Gottes schon früher von Gott erwählt wurde und dass Gott sie schon vom Mutterleib an vorbereitet hat. Er hat in ihr Herz diese Kraft reingelegt, diesen Mut, damit sie dann in diesem wichtigen Moment die wichtige Entscheidung gibt, das Ja. Und das ist sehr wichtig. Ihr müsst wissen, das kann auch in unserem Leben geschehen. Und wir alle haben ganz sicher diese Erfahrung, dass Gott uns über jemanden liebt und dass Gott in unser Leben eingedrungen ist durch jemanden, der uns wahrhaftig geliebt hat. Wiederholen wir zusammen dieses Hier bin ich, sagen wir dies zu Jesus und sagen wir auch dieses Ja von der Mutter Gottes hier, die Magd des Herrn. Und das ist etwas, was wir alle auch tun müssen. Gott klopft an die Türe von jedem Herzen. Und Gott, er möchte sich jedem Einzelnen von uns schenken, unserem Leben. Und dieser Gedanke ist so mächtig. Gott, Jesus, er braucht jeden von uns. Gott, auch heute, er möchte auch heute im Leben von jedem Einzelnen von uns verkörpert werden. Gott, er fragt dich persönlich, kann ich in dein Leben kommen? Und er fragt dich persönlich, kann ich mich in dein Leben verkörpern, in deine Lebensgeschichte? Durch dich, durch dein Leben. Ich möchte die Verzweifelten, die Abgewiesenen lieben. Ich möchte in dein Leben eindringen. Ich brauche dich. Stellt euch vor, Gott Jesus, er spricht jedem Einzelnen von uns diese Worte. Und wir alle sind aufgerufen, ein Mittel in seinen Händen zu sein. Gott, er braucht jeden Einzelnen von uns. Wir können und wir müssen die Worte von der Mutter Gottes wiederholen. Hier bin ich. Und heute Abend die Priester während der Heiligen Messe. Sie haben über die
Begegnung mit Jesus gesprochen und es wurde uns gesagt, wie wichtig es ist, mit Jesus zu sein und mit ihm zu bleiben. Es wurde uns gesagt, wie sehr wichtig dies ist, das, was uns die Kirche anbietet, den wahrhaftigen Jesus zu begegnen. Und Don Damir hat uns dies auch gestern gesagt, dass man Jesus in der Eucharistie begegnet, dass man Jesus in seinem Wort begegnet. Und man begegnet Jesus in den Sakramenten, im Sakrament der Versöhnung. Man begegnet Jesus im Gebet vor ihm, im eucharistischen Brot. All die Momente sind eine Gelegenheit. All die Momente sind die Gelegenheit, um die Worte zu wiederholen von der Mutter Gottes: Hier bin ich, hier. Jesus, komme in mein Leben. Hier bin ich, Jesus, bediene dich mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meiner Intelligenz, mit all dem, was ich bin. Und ihr, glaubt ihr denn an das oder nicht? Bemüht euch jetzt, auf diese Frage zu antworten. Bemüht euch jetzt, auf diese Frage zu antworten. Habt ihr diese Gotteserfahrung, ja oder nein? Ist es möglich, Jesus zu begegnen, ja oder nein? Und wir sprechen sehr oft über diese Begegnung. Und gestern Abend haben wir es wiederum bei der Heiligen Messe gehört. Man begegnet Gott. Aber wie ist denn diese Begegnung mit Gott? Ist es möglich, diese Begegnung mit Gott zu beschreiben? Was geschieht denn in dem Menschen, der Gott begegnet? Ist dies nur irgendwie ein Glauben? Ja, ich glaube, dass es die Begegnung mit Gott gibt. Aber fragen wir uns, geschieht etwas oder geschieht nichts auf dieser Ebene meiner Gefühle, Intuition? Und ich werde es jetzt für mich sagen. Ich glaube wahrhaftig, dass es die Begegnung mit Gott gibt. Ich, wenn ich dann auf den Knien bin vor Jesus in der Eucharistie, ich kann wahrhaftig dies bekennen, dass ich die Anwesenheit Jesu spüre. Wenn ich in der Kapelle bin vor Jesus, dann geschieht die Veränderung. Ich ändere mich innen. Meine innere Haltung ändert sich dann. Es ist nicht gleich, in der Kapelle zu sein oder im eigenen Zimmer oder im Wald. Für mich ist Jesus Gott und es ist möglich, ihm zu begegnen. Für mich bedeutet dies, Jesus zu begegnen, das ist eine wahrhaftige Erfahrung. Das heißt nicht nur zu glauben oder einfach das so ein Glaubensbekenntnis ist, weil mich da jemand überzeugt hat. Nein, es ist wahrhaftig eine Erfahrung. Und Gott, er berührt dich wahrhaftig im Herzen. Gott, er spricht zu dir durch das Gefühl des Friedens. Gott spricht über die Intuitionen, die in deinem Herzen dann geboren werden. Gott, er erleuchtet dich in deinem Gewissen, damit du dann besser dein Leben siehst.
Jesus, er ist für mich die Kraft. Er schenkt mir die Kraft für mich und die anderen. Und wäre er nicht in der Eucharistie, viele Sachen würden gar nicht in meinem Leben passieren. Und wenn er nicht in meinem Leben wäre, ich, so wie ich vorher war, voller Ängste, ganz bestimmt könnte ich heute nicht sprechen, sondern ich würde fliehen. Aber Jesus erlebt. Jesus erlebt in der Eucharistie. Es ist möglich, Gott zu begegnen. Besser gesagt, Gott, er sucht euch. Gott sucht euch. Er möchte euch begegnen. Erlaubt, dass er euch begegnet. Zu beten, das bedeutet, Gott zu erlauben, dass er uns begegnet. Zu beten bedeutet nicht, Gott zu suchen. Gott, er spielt nicht mit uns. Gott, er versteckt sich nicht. Gott, er bietet sich an. Gott, er existiert. Er ist derjenige, der dich sucht. Er ist derjenige, der dich gefunden hat. Aber öffne dein Herz und sage zu ihm, hier bin ich. Wiederhole jeden Tag und jeden Moment in deinem Leben, sage dies von der Mutter Gottes, hier bin ich. Es reicht nicht aus, nur einmal es zu sagen, dieses hier bin ich. Das ist dies, in dem es sich wiederholen muss, in jedem Moment. Dieses hier bin ich muss in deinem Leben muss es. Dieses hier bin ich, es ist diese Gotteserfahrung des lebendigen Gottes, er, der in dir lebt, und ich glaube an das. Das ist mein Glaube. Ich glaube an dies. Ich war ein Drogenabhängiger 10 Jahre lang. Heute bin ich Priester. Und gerade deshalb, weil ich Jesus begegnet bin, und ich kann dies nicht negieren. Und es ist nicht in Ordnung, dass wir dann still sind wegen diesen Sachen. Und ich möchte ganz laut aufschreien und der Welt sagen, Gott liebt euch. Erlaubt ihm, dass er euch liebt. Geben wir der Mutter Gottes unsere Hand, dass sie uns führt zur Begegnung mit Jesus. Jetzt werden wir nochmal gemeinsam singen. Und mit diesem Lied sagen wir ein großes Danke. Ein Danke diesem Gott, der für uns Mensch geworden ist. Diesem Gott, der unter uns in der Eucharistie geblieben ist. Sagen wir Danke diesem Gott, er, der die Vergebung ist, die Barmherzigkeit. Er hat sich uns im Sakrament der Beichte geschenkt. Und wir alle, die jetzt hier anwesend sind, schaut, wir alle, die wir jetzt hier sitzen, alle hier vorne, sie könnten euch Zeugnis abgeben, dass das Sakrament der Beichte mächtig ist. Unsere Vergangenheit, die so schwer war. Unsere Vergangenheit wäre etwas ganz Schlimmes dann, wenn es nicht die Beichte gäbe. Der Herr, durch das Sakrament der Beichte, er schenkt uns seine Vergebung, die Heilung, und er schenkt uns das neue Leben. Singen wir es zu Jesus, sprechen wir zu Jesus, sagen wir es ihm hier in Medjugorje zusammen mit seiner Mutter.
Sie diejenige, sie ist die Freude unseres Herzens. Und dieses, hier bin ich von der Mutter Gottes, möge es dieses, hier bin ich von jedem Einzelnen von uns sein. Danke euch.